Hallo, hier ist Costella. Und ja, das hier ist jetzt wieder der nächste Part von Sweeter Morris. Ich musste beim letzten Mal stoppen, weil ich hatte ja nicht mehr genug Geld, um das Date-Outfit zu kaufen. Ja, ist ein bisschen blöde gelaufen. Aber jetzt habe ich 3 Tage lang gespart. Es hat genau gepasst mit der Anzahl der Parts, die ich schon vorher aufgenommen habe. Also, ja, jetzt ist Sonntag. Jetzt werde ich noch hier den letzten Part wahrscheinlich wieder hier aufnehmen und dann auch direkt nach Hello hochladen müssen. Ja. Ich habe jetzt $150 und das reicht ja auch voll. Und vielleicht fällt es euch auf, ich habe versucht, ein neues Format hier zu verwenden. Ich weiß jetzt nicht, ob das besser ist. Es ist halt jetzt nur eine Probe, ne? Wenn es nicht so gut aussieht, mache ich wieder das alte. Was mich immer nervt, dass das hier unten noch die Werbung mit aufnimmt, aber da kann ich jetzt nichts gegen machen. Okay. Dann gehen wir mal das auch verkaufen. Also, ich habe nachgeguckt, auf jeden Fall das hier. Auf jeden Fall das hier Outfit, weil wahrscheinlich kriegen wir eh Nathaniel. Weil das ist das Castle-Outfit. Und bei dem haben wir so viele Minuspunkte. Nee, der nicht. Ich habe bei den Schlussbildern nachgeguckt. Also das Bild mit Castiel sieht am geilsten aus. Scheiße, dass wir den nicht gekriegt haben. Also, naja, eigentlich hätten wir einen Lysander kriegen sollen. Lysander geht so und ich glaube, Satania würde so. Na, ihr seht's ja gleich, ne? Okay, gut, dann nehmen wir das jetzt. Bestätigen. Es ist alles deine Schuld. Ich hoffe, du bist jetzt zufrieden. Ich bin für mehrere Tage vom Unterricht ausgeschlossen. Aber ich warne dich. Wenn ich zurückkomme, wirst du es noch bereuen. Du hast dich doch von Anfang an so mies benommen. Was? Das wirst du bereuen. Sie will mich ohrfeigen. Was? Plötzlich taucht ein Schatten auf. Ja. Nathaniel stellt sich schützend vor mich und hält seine Schwester fest. Ja. Was soll das schon wieder? Ich hab die Nase voll von deinen Dummheiten. Du regst dich jetzt ab und gehst sofort nach Hause, verstanden? Ab in die Ecke mit dir! So hört sich das an. Okay, Schlussbild. Okay. So sieht das jetzt aus. Ach, es geht doch, oder? Aber ihr solltet mal euch, gebt mal bei Google ein, Episode 5 Schlussbilder und dann sucht das dann mit Castiel. Weil das sieht am besten aus, im Ernst. Ich finde schade, dass wir es nicht gekriegt haben. Naja, aber ich glaube, das hätte ich eh nicht hingekriegt. Aber guckt euch das an, das ist am geilsten. Aber das geht ja auch noch. Und bei Lysander das Bild, das ist halt so, dass wir nicht mit auf dem Bild drauf sind und er sie nur mit so 2 Fingern festhalten muss und so. Und das hat jetzt auch irgendwie so ein bisschen eindrucksvoll und so, ne? Gut. Amber war einen Moment sprachlos. Dann hat sie sich umgedreht und ist wortlos weggegangen. Bestimmt hat sie ihren Bruder auch noch nie so gesehen. Wow, danke. Alles in Ordnung? Gut, dass ich rechtzeitig da war. Ich hätte mich ja auch nicht selbst verteidigen können, ne? Du solltest nach Hause gehen. Man weiß ja nie. Nachher kommt sie nochmal zurück. Er ist gegangen. Bravo, du hast von Anfang an erraten, wer der Dieb war. Deshalb bekommst du den Hut Sherlock. Okay. Du findest ihn in deinem Kleiderschrank. Ein Hut Sherlock? Was? Den hatte ich letztes Mal nicht bekommen. Ah, ich glaube, letztes Mal hatte ich, glaube ich, auch die meisten Punkte bei Nathaniel. Und dann war das so, dass ich das falsche Outfit gewählt hatte und es dann schief gegangen ist, wenn ich eine Ohrfeige kassiert habe oder so, oder? Oder? Du hast den Gegenstand Pfeife Sherlock leider im Laufe der Episode nicht gefunden. Okay. Wie musste man um. Hä? Ja, ich habe es nicht darauf geachtet, irgendwas zu finden. Deshalb bekommst du kein exklusives Kleidungsstück. Oh, Manu. Ah, ich glaube, ich weiß, wie das aussieht. Das habe ich mal bei im Forum gesehen, wie die Leute das getragen haben. Ist jetzt nicht so wichtig, finde ich. Okay, Ende von Episode 5. Oh, das ist aber so eine kurze Folge, ist ja doof. Okay, dann gucken wir uns noch schnell an, dieses Ding, was wir bekommen haben. Ist das jetzt hier drin oder da drin? Nee, okay, ist es dann hier im Kleiderschrank. Da. Doch so. Und dann hätte ihr halt noch so eine Pfeife gehabt und dann gibt es, glaube ich, auch noch so eine Jacke und so. Und ja, aber muss ja nicht sein, ne? Finde ich jetzt nicht so wichtig. Oh jo. Huch, jetzt habe ich bestätigen gedrückt. Oh, ich bin so blöd. Manchmal bin ich echt nicht mehr zu retten. Ja, okay. Es ist jetzt so ein kurzer Part. Das ist scheiße. Soll ich es noch irgendwie voll labern? Okay, die Leute, die nur an einem Spielinteresse haben, können jetzt hier abschalten.
Okay, was könnte ich denn mal so labern? Ich Let's Play gern sowas, nur was das Schlechte daran ist, dass man nicht viel Zeit hat zum selber labern, weil es ist halt alles so schon voll gelabert mit Text und sowas und man, die Anzeige hier ist jetzt doof, okay. Ja, ist halt die ganze Text, den man die ganze Zeit vorliest und so und ja, kann man halt nicht selber von sich sowas erzählen, wie man halt bei den Let's Playern kennt, die irgendwie einen Jump'n'Run spielen oder so. Da kann man ja alles zulabern und so. Da muss man alles zulabern, sonst ist es ja langweilig. Ja. Wir hatten, also ich und Sora hatten geplant, ein Let's Play von Tomb Raider zu machen, Tomb Raider Anniversary. Eigentlich von Underworld, aber dann haben wir im Geschäft Anniversary zu einem guten Preis gefunden und haben dann das genommen. Nur habe ich dann gemerkt, dass mein Aufnahmeprogramm das nicht flüssig aufnimmt und deswegen müssen wir uns jetzt wahrscheinlich Raps holen erstmal, bevor wir das aufnehmen können. Und ja, ich hoffe, das wird cool. Also ich habe noch nie einen Tomb Raider Teil gespielt, aber das, also ich habe die Demo von Underworld gespielt und das sah halt so geil aus und das macht mir so Spaß, dieses Klettern und alles da parkourmäßig. Das, ich finde das so cool. Ja, naja. Gut. Soll ich noch irgendwas erzählen? Na, jetzt sind wir schon bei 6 Minuten. Ja. Ach ja, ich könnte auch noch sagen, dass ich. Es war ein bisschen arrogant irgendwie so, aber ich denke mal schon, dass ich irgendwann 100 Abonnenten haben werde. Und dann habe ich mir schon ein Abonnenten-Special aufgedacht. Und glaubt mir, darauf werdet ihr euch freuen. Und ja. Das wird eine ganz tolle Überraschung und das ist ziemlich viel Arbeit. Ich habe noch nicht angefangen, aber ich weiß schon, dass es anstrengend wird. Okay. Ja. Jetzt kommt wieder die lange Sparpause, bis ich wieder 300 Aktionspunkte habe. Ja. Dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.